Hey, Furzknoten. Du bist Furzknoten. Hast du eigentlich eine Traumfrau? Ja, Kadaverlot. Warum das denn? Na, zu der konnte ich immer sagen, na Schatz, alles im Lot? Ach du meine Güte, Dimitri. Das sind Flachwitze aus den 80er Jahren. Da fand man Sachen lustig wie alles Roger in Kambodscha, alles Tutti in Djibouti und so weiter. Flach ist gut, kann man nicht die fallen. Nee, aber jetzt im Ernst. Dimi, wir haben hier wirklich ein anderes Niveau. Na, dann mach du doch mal Scherz, alter Mann. Okay, pass auf. Siehst du dieses Bild? Bin ich blind. Was die wenigsten wissen, auf diesem Bild sind zwei Personen. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Seht ihr? Deswegen sitze ich hier und ihr da. Aber jetzt erklär doch, warum ist das witzig? Ist das dein Vater auf dem Bild und er ist schwanger mit dir? Ja, genau. Nicht sehr lustig. Es ist doch völlig normal, dass Männer schwanger werden können. Nichts Besonderes. Glaub mir, Dimitri, die Fuzzis verstehen diesen Witz. Achtung! Jeder Fuzzi, der diesen Witz nicht verstanden hat, muss leider 10 Euro in die Witzlos-Fuzzi-Kasse einzahlen. Weil er wird diesen Witz jetzt sicher nicht mehr los. Liebe Fuzzis und Fuzzinnen, liebe Zerdenker und Verschwörungssymphoniker, liebe Kurbler und Fledermausier-Anarchisten, geht euch dieses ständige Nazi-Geschrei auch so furchtbar auf die Nerven? All diese geistig Glücklosen, die auf Demos gegen rechts rennen, all die verwirrten Omas, die ihre Funktionskleidung und ihre praktischen Kurzhaarfrisuren spazieren tragen und das Internet für einen vorübergehenden Trend halten und all die geifernden Politiker und Journalisten, die anscheinend keine einzige Geschichtsstunde in ihrem Leben gehabt haben und dem selbst die dümmsten Nazi-Vergleiche nicht zu peinlich sind. Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg mit dem Angriff der Wehrmacht auf Polen. Deutschland überzog die ganze Welt mit Leid und Tod, ermordete 6 Millionen Juden. Am 1. September 2024, auf den Tag 85 Jahre danach, wird im deutschen Bundesland Thüringen eine parteistärkste politische Kraft, die laut Verfassungsschutz erwiesen rechtsextremistisch ist, mit einem Kandidaten an der Spitze, der wie ein Faschist redet, und auch so genannt werden darf. Aber haben die alle ein schlechtes Gedächtnis? Kennen die nicht einmal die Geschichte ihrer eigenen Parteien? Ich meine, dass die Grünzis unter anderem von zwei echten Nazis gegründet wurden, ich glaube, es waren sogar noch mehr, ist ja inzwischen allgemein bekannt. Baldur Springmann war Mitbegründer der Grünen und nachweislich sowohl in der NSDAP als auch in der SA und der SS. Also sehr viel mehr geht nicht. Und ich befürchte, er ist im Dritten Reich nicht nur Trampolin gesprungen. Werner Vogel, der mit der Brille, war sehr früh Mitglied der SA und ab 1938 auch Mitglied der NSDAP. Er trat 1980 im Gründungsjahr der Grünen in die Partei ein, zog 1983 über die Landesliste NRW sogar in den Bundestag und hätte als Alterspräsident die Eröffnungsrede gehalten. Nur war den Grünen seine sexuelle Vorliebe für Kinder bekannt und seine NS-Vergangenheit kam zu dieser Zeit auch ans Licht. Auf Druck seiner Partei legte er sein Mandat dann nieder. Alterspräsident wurde Willy Brandt. Aber es waren wahrlich nicht nur die Grünen, die echte Nazis in ihren Reihen hatten. Es würde den Rahmen sprengen, hier alle zu nennen. Ja, es sind so viele, dass ich sogar zu faul war, sie zu zählen. Aber ihr findet sie alle auf Wikipedia unter Liste ehemaliger NSDAP-Mitglieder, die nach Mai 1945 politisch tätig waren. Es zieht sich durch alle Parteien. Und bei dieser Vergangenheit ist das kindische Nazi-Geschrei der Altpapierparteien aktuell noch lächerlicher. Wie heuchlerisch kann man sein? Die deutsche Demokratie wurde praktisch von echten Nazis erschaffen. Aber es gibt noch eine Geschichte, die etwas in Vergessenheit geraten ist. Und zwar hat sie mit unserem ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer zu tun. Das ist nämlich Hans-Maria Klopke. Er war von 1953 bis 1963 Chef des Bundeskanzleramtes, galt als graue Eminenz hinter Adenauer und als sein engster Vertrauter. Er war verantwortlich für Personalpolitik, Kabinettsarbeit, die Einrichtung und Kontrolle von Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz sowie für Fragen der CDU-Parteiführung. Aber das ist auch Hans-Maria Klopke. Bereits während der Weimarer Republik wirkte Klopke federführend an einer antijüdischen Änderung des Namensrechts mit, die der nationalsozialistischen Rassengesetzgebung den Weg bereitete.
In der NS-Zeit war er Mitverfasser und Kommentator der Nürnberger Rassengesetze und verantwortlicher Ministerialbeamter für die Namensänderungsverordnung von 1938, durch die Juden als solche erkennbar gemacht und stigmatisiert werden sollten. Das bedeutet konkret, dass Klopke auch das Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen verfasste. Danach mussten Juden, die keinen der in einer anhängenden Liste aufgeführten Vornamen trugen, ihren eigenen einen zweiten Vornamen hinzufügen. Sarah bei Frauen und Israel bei Männern. Er hat auch ein Gesetz über die sogenannte Rassenschande verfasst, aufgrund dessen nachweislich Hunderte von Menschen ihr Leben verloren haben. Details erspare ich euch. Also denkt daran, wenn wieder irgendeine Intelligenzkaulquappe mit einem kindischen Nazi-Vergleich kommt. Denn ich denke, das alles ist schon ein wenig schlimmer, als zu sagen, alles für den Dackel. Hallo, wie macht der deutsche Dackel? Liebe Fuzzis, jetzt zu einem Thema, das uns allen sehr, sehr wichtig ist. Mir nicht. Mir auch nicht. Ihr wisst doch noch gar nicht, um was es geht. Doch, ich habe ins Skript geguckt. Das ist gemein und ein Angriff auf die liberale Fuzzokratie. Im gründlichen Fuzzi-Gesetz steht, die Würde des Skripts ist unantastbar. Alter Quatschkopf. Ich meine das ernst. Wenn ihr beide nicht mit drei Beinen auf dem Hoden des Grundgesetzes steht, werde ich euch als gesichert unfuzzi-extrem einstufen und ein Verbot gegen euch prüfen lassen. Bist aber wirklich ein alter Quatschkopf. 29 ist doch nicht alt. Ich könnte mein Sohn sein. Also, jetzt zu einem der wichtigsten aktuellen Themen überhaupt. Also, neben der Frage, was Ricarda gerade beruflich macht. Und zwar geht es um die Transfrauen. Ich gehe. Dann beschlagnahme ich aber den Spiritus. Ich bleibe. Besser ist das. Also, für viele Fuzzis, und da schließe ich mich nicht aus, ist es nicht leicht, sich in der schönen neuen Welt des besten Deutschlands aller Ampelzeiten zurechtzufinden. Wir alle fragen uns, wer sind diese Transfrauen, die zu unseren Ehefrauen und Töchtern in die Umkleide dürfen und mit ihnen aufs Klo gehen? Und wo findet man diese Damen? Aber ich wäre nicht euer Fuzzi, wenn ich keine Antworten gefunden hätte. Ja, und ich selber bin jetzt zum Beispiel auch eine Transfrau. Auch wenn ich jetzt nicht ganz danach aussehe, aber... Entschuldigung, was? Hab ich nicht verstanden. Eine Transfrau. Du bist eine Transfrau? Ja, auch wenn ich jetzt nicht ganz danach aussehe und mich auch nicht dementsprechend ganz verhalte. Aber trotzdem bin ich halt eine Transfrau und verstehe das auch nicht ganz, deswegen. Ja, aber ist doch egal, wenn du auch nicht so aussiehst. Ist doch Hauptsache, du fühlst dich so, ne? Ja, also ich bin tatsächlich Punk und auch, wie gesagt, Antifaschist. Also gehöre auch zu der Antifa. Ja. Und hier... Kenne diesen Typ vom Trinken am Fluss im Wald. Das ist der Toni. Ja, ab jetzt wohl eher Donatella. Und trinken wird er nur noch Prosecco und Eierlikör. Also, Fuzzis, das ist eine Transfrau. Und man findet die bei der Antifa. Zumindest ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Nur noch ein Video für euch. Wie wollen Sie für das Sicherheitsgefühl von Frauen sorgen, die sich in manchen Räumen, Umkleidekabinen, Sauna, unsicher fühlen, wenn Menschen, die bisher Männer waren, diese Räume betreten? Transfrauen sind Frauen. Und deswegen sehe ich da jetzt keinen weiteren Erörterungsbedarf. In diesem Zusammenhang habe ich noch mehr Hilfe für euch, liebe Fuzzis. Wie geht das nun wirklich mit den neuen Pronomen in der Baerbock-Welt der kompletten Sprachlosigkeit? Neulich haben wir ja gelernt, wie die Pronomen für mich sind, nämlich Fett und Sack, da ich mich als übergewichtig identifiziere. Also Fett hat Essen gebracht, es ist Sacks Essen. Wobei ich erst kürzlich herausgefunden habe, dass ich überhaupt nicht übergewichtig, sondern mehrgewichtig bin. Und eigentlich bin ich sogar nicht mal das, sondern ich bin magersüchtig. Oh Gott, jetzt redet er mal wieder komplett am Rad. Aber er sieht wirklich mager aus. Ich kann euch hören. Und eure Unbildung ist echt euer Problem. Guck, die Zeit hat es doch geschrieben. Auch Mehrgewichtige können magersüchtig sein. Das nennt man atypische Anorexie. Oder wie Habeck sagen würde, die sind nicht fett, nur mager sind sie auch nicht. Ja, oder so ähnlich. Aber zurück zu den Pronomen. Hier ein kleiner Kurs über den richtigen Einsatz. Ich wurde jetzt schon öfter gefragt, wie man they-them-Pronomen im Deutschen verwendet und ich dachte mir, ich mache mal ein paar Beispiele mit den Neopronomen they, deren, denen. Zum Beispiel, das ist Jess, they hat mir letztens deren Fahrrad geliehen und das habe ich denen gestern zurückgebracht. Nicht vergessen, die richtigen Pronomen zu verwenden ist super, super wichtig und viel Spaß beim Ausprobieren. Liebe Fuzzis,
Ich muss eine Warnung aussprechen. Der über jeden Zweifel erhabene Sportmoderator Bella Reti hat jemanden identifiziert, der wohl an den Verbrechen im Dritten Reich beteiligt war und sich anscheinend in irgendeine Regierung eingeschlichen hat. Hä? Der wäre ja dann weit über 100 Jahre alt. Wer soll denn das sein? Ein Vampir oder was? Jacqueline, ich muss dir einen Ordnungsruf erteilen. Was ist denn das für eine Machtergreifung hier? Erstens hat das Bella Reti gesagt, der als Sportmoderator ein ausgewiesener Politikexperte ist, sonst hätte ihn Frau Maischberger ja gar nicht eingeladen. Und zweitens kam das bei den öffentlich Verächtlichen, deren Aussagen niemals hinterfragt werden dürfen. Jetzt guck es dir erstmal an. 4 Jahre Regierungszeit sind viel zu lang, um einen, ja, offensichtlichen Nazi, ja, oder zumindest darf man ihn so nennen, Thomas Höcke an der Regierung zu lassen. Ja. Wer ist denn bitte schön Thomas Höcke? Ja, den kenne ich ja nicht mal. Den kenne ich ja nicht mal. Also, wenn du ihn nicht kennst, Weißwursthirn, dann mache ich mir echt Sorgen. Was ist Weißwurst? Weiß ist nur Nase von Zelensky. Ach du liebe Güte. Können wir das rausschneiden, Wanderdrache? Naja, Dimitri macht den Schnitt. Niemand schneidet Dimitri sonst Messer. Das wird ja immer besser. Du weißt aber schon, dass das hier eine Messerverbotszone ist. Ja, aber nur von abends um 8 bis morgens um 5. Dimitri kann warten und hat Geduld. Okay, okay, dann bleibt es halt drin. Also, liebe Fuzzis, sollte irgendjemand Hinweise haben zu diesem Thomas Höcke, jede Fuzzi-Meldestelle nimmt sachdienliche Hinweise entgegen. Vielleicht ist Thomas Höcke einer von diesen Molen. Millionen Menschen in der Ukraine brauchen 40 Millionen Polen und Molen. Wir kommen jetzt zu einer Frau, die ich über alles verachte. Wolltest du vielleicht verehre sagen? Nein. Okay. Es handelt sich um Frau Alena Büchs, die ehemalige Vorsitzende des Ethikrates, die während Fledermausia zu einer der unterwürfigsten Regierungsbücklingen wurde und wirklich jeden Mist mitgetragen hat, der entschieden wurde. Sie hat gegen Ungeimpfte gehetzt und mit irritierender Mimik Fake News verbreitet. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass auf den Joshua Kimmich im Moment unheimlich viel einprasselt. Und ob er will oder nicht, da steht er in einer besonderen Verantwortung. Er ist einfach eine öffentliche Person. Also wir haben ja tatsächlich vom Ethikrat sogar gesagt, es gibt eine moralische Pflicht für uns alle, uns impfen zu lassen. Es ist natürlich besonders schade, wenn er solchen Falschinformationen aufsitzt und irgendwie denkt, da könnten noch irgendwelche Langzeitfolgen oder sowas entstehen und das dann eben erklären, dass das eine der besten medizinischen Maßnahmen ist, die so gut überprüft ist wie wahrscheinlich noch nie. Und das ist einfach, dass der Impfstoff ja im Körper abgebaut wird sehr schnell, dass der gar nicht mehr da ist. Also dass das extremst unwahrscheinlich ist, dass da irgendwelche Langzeitfolgen entstehen. In den Krankenhäusern liegen fast nur Menschen, die nicht geimpft sind. Das muss man sich einfach klar machen. Sie ist anscheinend eine Narzisstin übelster Prägung und sie hat eine der schlimmsten Reden gehalten, die ich jemals hören musste. 20% der Menschen und im Osten sehr viel mehr, finden das im Moment wählbar. 8% in Deutschland haben ein gefestigtes, rechtsradikales Weltbild. Der Rest ist wahrscheinlich nachvollziehbar frustriert. Aber die Demagogen nutzen das aus. Was machst du? Was machen wir? Lassen wir das geschehen? Sagen wir, wir nehmen das hin. Bis es zu spät ist? Okay, mein Lieber, du wirst das Familienoberhaupt. Okay, meine Liebe, du gehst in die Küche und kriegst Kinder. Viele Krieger, Kämpfer. Faschismus kommt zurück, die EU geht kaputt, die Wirtschaft geht in den Arsch, weil die lächerlich simplen politischen Angebote natürlich überhaupt nichts bringen. Warten wir, bis sie immer mehr Normalisierung und Legitimation durch die Insignien der Macht und durch Ämter kriegen? Wissenschaftsminister, Kulturbeauftragte, Innenminister, Ministerpräsidenten. Nein. Wir müssen ganz, ganz viel tun. Wir müssen reden mit unseren Freunden, Kollegen, Nachbarn. Uns im Mund fusselig reden. Wir müssen demonstrieren, auf die Straße. Wir müssen uns engagieren, zivilgesellschaftlich, politisch und die schützen, die das tun. Wir brauchen unbedingt bessere Politik,
Wir brauchen weiter die Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Aber wir brauchen auch unser schärfstes Schwert. Es sind Verfassungsfeinde. Und gegen Verfassungsfeinde hat unsere Verfassung was. Paragraph 21 Grundgesetz. Verstöße gegen die Menschenwürde, Parteien, die darauf abzielen oder das Verhalten ihrer Anhänger, das darauf abzielt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, das, was unsere Demokratie ausmacht, zu beschädigen, zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, sind verfassungswidrig. Diese Frau ist der Prototyp des linksgrünen, ultrabösen Gutmenschen, der sich anmaßt, uns über wirklich jedes Thema zu belehren und dabei nicht einmal ein Mindestmaß an Würde, Anstand und Moral besitzt. Die NZZ schreibt über Frau Buicks. Alena Buicks und ihr Gremium waren in der Corona-Pandemie auf Regierungslinie. Besonders abstoßend waren ihre Einlassungen zum Thema Impfen. Mit Ethik hatte das alles nicht viel zu tun. Wer sich ernsthaft mit Ethik beschäftigt, den kann das Schicksal des Sokrates nicht kalt lassen. Unentwegt, Sokrates aus dem antiken Athen, unentwegt zog der Denker durchs antike Athen und stellte den Bürgern seine Fragen. Diese Fragen waren scharfsinnig, unbequem und manchmal auch unverfroren. Das brachte ihm den Hass der herrschenden Klasse ein, die ihn schließlich hinrichten ließ. Na bravo, dann sehe ich schwarz für all das Geld, das du mir noch schuldest. Alena Buicks, ehemalige Chefin des Deutschen Ethikrats, ist nie mit unangenehmen Fragen aufgefallen. Stattdessen hat sie in der Corona-Pandemie das Lied der Mächtigen gesungen. Am Dienstag wurde sie von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, was einer gewissen Logik folgt. So, dann schauen wir doch mal rein in die Zeremonie. Seltsamerweise fand sie nicht auf Herrn Steinmeiers neuen Planeten statt. Und über allem steht ein Fixstern. Sondern irgendwo anders. Die Zeremonie war aber aus vielen Gründen interessant. Weil zum einen hielt eine gesichert extrem staatsferne Journalistin vom öffentlich-verächtlichen Rundfunk die Laudatio und das Gesicht der Preisträgerin Alena Buicks zeigt, welche Auswüchse es auf die Gesichtsnerven hat, wenn man sich zu viel mit Ethik beschäftigt. Frau Professorin Alena Buicks aus Berlin. Wie wichtig Ihr Engagement als Beraterin in ethischen Fragen von Politik, Gesellschaft und Wissenschaft ist, wurde besonders während der Corona-Pandemie deutlich. Trotz zum Teil massiver Anfeindungen war sie eine stets präsente Mittlerin, die den Konflikt zwischen staatlichen Schutzmaßnahmen und individuellen Freiheitsrechten verständlich erläutert hat. Wurde besonders während der Corona-Pandemie deutlich. Während der Corona-Pandemie. Ja. Das ist wahrlich bezeichnend, welche Menschen unter der Ampel ausgezeichnet werden. Und das verändert natürlich die Wertigkeit des Bundesverdienstkreuzes. Hier etwas, was ab jetzt wertvoller und weitaus erstrebenswerter ist als das Bundesverdienstkreuz. Eine Rolle Klopapier. Sorry, falsches Bild. Ich meinte das. Liebe Fuzzis, wie ihr wisst, bin ich ein glühender Verehrer unserer Außen-Fremdscham-Ministerin Trampoliner Ukrainer Mohn Lotte Schwerkok. Noch niemals in der Geschichte der Bundesinsolvenz Dummland hatten wir eine Frau als Außenministerin. Und seit ihr wissen wir auch warum. Deswegen verteidige ich sie auch wie ein Tessa Ganserer Mann gegen die triadenfach geäußerte und völlig unberechtigte Kritik. Ich möchte gar nicht erst darüber sprechen, dass sie allein mit ihren klugen Sanktionen Russland vernichtet und für die Ukraine den Krieg gewonnen oder dass sie feministische Toilettengerechtigkeit in Ländern hergestellt hat, die weit mehr als 200.000 Kilometer entfernt sind. Nein, diese so viel beschäftigte Frau, die neben Besuchen beim Logopäden und Stylisten auch noch all ihre Regierungsgeschäfte erledigen muss, findet trotzdem immer noch Zeit, sich weiterzubilden. Als ob sie das nötig hätte. Schließlich hat sie ja in einer Londoner Elite-Uni studiert und mit Summa Cum Ostkokaine abgeschlossen. Aber seht selbst, gerade hat sie perfekt mit einem indischen Politiker in seiner Muttersprache parliert. Gerüchteweise hat sie innerhalb kürzester Zeit Indisch gelernt, indem sie die Verpackung ihrer veganen Kalamari durchgelesen hat.
We met 2 years ago, first time on longer discussions, when I was in Delhi taking the metro and experiencing your modernization strategy kilometer by kilometer, but also not only seeing people buying groceries, but also being very impressed by your UP, Unified Payments Interface, a digital instant payment system, if you would just buy fruits on the street. I thought this would be impossible in Germany. Millions user every day, but we also watched that closely and we did a big jump compared to our speed here in Germany. So klingt Indisch? Ja, ich kann auch ein paar Sätze auf Indisch. There becomes the dog crazy in the pen und let's leave the church in the village. Das ist auch Indisch? Feinstes Bombay-Indisch. Habe ich bei meinen gesichert wichtig extremen Jobs in Kalkutta gelernt. Kannst du alles in meinem Lebenslauf nachlesen? In Kalkutta an der Spree? Vergötterte Fuzzis. Wie immer aus gegebenen Anlass jetzt mein Wort zum Sonntag am Freitag. Heute zum Thema, warum lassen wir uns so viel gefallen? Liebe Fuzzis, während Fledermausier sind Hunderttausende auf die Straße gegangen und haben mit ihren Füßen gegen die Maßnahmen abgestimmt. Ich würde zwar nicht behaupten, dass das viel gebracht hat, wobei das rein spekulativ ist. Denn wer weiß, was sich die völlig entfesselten Politikerschergen und deren Regimeexperten sonst noch ausgedacht hätten. Warum aber haben wir nicht dagegen gehalten, als tausende Omas und sonstige beschränkte Propagandaopfer und Regierungsabhängige gegen ein angebliches Rechts auf die Straße gegangen sind? Und warum lassen wir uns jetzt gefallen, dass sie in absolut diktatorischer und undemokratischer Manier sich über den Wählerwillen hinwegsetzen? In Thüringen haben 400.000 Menschen die AfD gewählt. Bekommen haben sie dafür nicht einmal einen Vizepräsidentenposten des Landtags. Und ein fettgefressener Kanisterkopf mit der Ausstrahlung eines nassen Kieselsteins sagt uns Folgendes. Also da ist eine ganze Menge und bis hin zu der Frage Einsicht in parlamentarische Kontrollkommissionen. Mhm. Und jetzt sage ich es mal konkret. Die AfD wird vom Verfassungsschutz beobachtet. So. Und der Präsident könnte dann im Prinzip quasi hinter die Kulissen schauen, was der Verfassungsschutz mit der AfD an Beobachtung macht. Und Verzeihung, das kann doch nicht funktionieren. Sprich, der Verfassungsschutz ist eine weisungsgebundene Regierungsbehörde. Die letzte Regierung in Thüringen hat also den Verfassungsschutz angewiesen, die AfD zu beobachten. Und jetzt wird die AfD bei der Regierungsbildung nicht im geringsten berücksichtigt, weil sie vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Das ist doch wohl ein Treppenwitz. Und dieser Kanisterkopf, der wahrscheinlich selbst seinen Namen bei Wikipedia abgeschrieben hat, erzählt das auch noch völlig offen. Was zu allem Überfluss auch noch beweist, dass er nicht das hellste Mettbrötchen im Wurstsalat ist. Wie kommt denn bitte schön Mettbrötchen in Wurstsalat? Wenn es nicht das hellste und noch dazu maximal verlogen ist, kommt es überall hin. Ja, okay, das macht Sinn. Liebe Fuzzis, ich möchte an folgendes Zitat von Jean-Claude Junckers, dem Vorgänger von Ursula von der Leyen, erinnern. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. In diesem Sinne. Espiritus Santo. In nomine Christo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Das war's schon fast. Aber geht noch nicht, denn am Ende werdet ihr Steve kennenlernen. Aber erst meine üblichen Bitten. Bitte folgt uns auch auf den anderen Plattformen. Wir werden zwar immer irgendwo senden, aber wer kein Bundesverdienstkreuz hat, lebt gefährlich hierzulande. Deswegen wollen wir mit euch auf so vielen Plattformen wie irgend möglich verbunden sein. Und bitte unterstützt uns mit Likes, Kommentaren und Klein- oder Großspenden. Denn YouTube gibt uns keinen Cent von den Werbeeinnahmen ab. In der Videobeschreibung unter diesem Video findet ihr auch unseren Shop, meine Bücher, unsere eBay-Auktion und vieles mehr. So, liebe Fuzzis. Und jetzt möchte ich euch Steve und seinen Besitzer vorstellen, die eine Beziehung führen, die, naja, ich würde sagen, es ist kompliziert. In diesem Sinne, Fuzzi hat euch lieb. Don't touch the ears, Steve. Not everybody likes having their ears breathed into. It's not a
It's not something that everybody likes. That's disgusting. No, don't do it. Do not bite the ears. Steve, no, don't bite. Steve, not the ears, okay? Not the ears. No. Just ears are not there for you to nibble on. Bitte folgt uns, denn nur Fuzzi-Liebe ist besser als käufliche Liebe.